Hallo, ich bin Daniel Speck und das ist mein neuer Roman Piccola Sicilia. Er beginnt heute auf Sizilien mit diesem Flugzeug, einer Ju-52, die dort aus dem Meer gefischt wird. Sie war 1943 abgestürzt und die deutsche Archäologin Nina findet auf der Passagierliste ihren Großvater Moritz. Moritz war 1943 verschollen in der Wüste Nordafrikas. Das war das große Geheimnis von Ninas Familie. Nina reist nun nach Sizilien und begegnet dort einer fremden Frau, die behauptet, sie sei Moritz' Tochter. Sie sagt, Moritz habe sich in Tunis in eine andere Frau verliebt und ein zweites Leben begonnen. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, erfahrt ihr ab dem 26. September. Da erscheint Piccola Sicilia.